Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 385. Schon wieder sage ich 85, nein 58 und einen halben Tag beim Tag 152. Falsche Knöpfe. Wieso falsche Knöpfe? Soll ich jetzt statt Angriff Spring drücken, um anzugreifen oder was weiß ich? Ich bin schon früh darüber gestolpert. Ich brauche es nicht. Nimm es. Vielen Dank für Combo-Tech. Bekommen wir jetzt irgendwie endlich mal einen neuen Dingsens wieder? Ich hoffe, Schätzchen kommt durch. Sie hat eine ganz schöne harte Mission abbekommen. Shion, ich helfe dir! Okay, Demix. Und wann haben wir wieder frei? Nächstes Jahr. Gut, dann würde ich sagen, wir haben uns ja noch nicht mal ausgerüstet, glaube ich. Nein, was wollte ich reintun? An Magie, glaube ich nichts. Glockenstufe. Da ist es doch. Spurzfreund. Fernvisier, aber Autoschutz muss noch rein. Hier ist nicht wirklich Platz. Hier sind nur einzelne Stellen, die aber so gefüllt sein müssen, weil sie sonst frei sind. Okay. Und theoretisch kann ich die Stufe nach unten tun, dann wäre da oben einer frei, damit ich da oben irgendwie die Magietafeln da. Scheiße. Ach du Scheiße, das könnte ich machen, aber ich habe da irgendwie gerade keinen Bock drauf. Schamel kommt mal wieder raus. Vita kommt raus. Mist, da muss ja noch was raus. Sonst kommt auch der Schutz ja nicht rein. Ach Mensch. Ach was. Komm. Schamel wieder rein. Vita wieder rein. Und das nächste Mal. Nach diesem Tag, hoffentlich. Laladi, laladu, lalada. Kommen wir jetzt einen neuen Titel. Die nächste Mission führt dich in eine neue Welt. Schon wieder eine neue Welt. Was soll der Kack? Bereite dich gut vor. Ja. Das hier ist die neue Welt. Ah, und was ist, wenn wir zuerst in eine andere Welt gehen? Dann sind wir nicht in die eine Welt gegangen. Haha. Okay. Herz sammeln, Schneekristalle, also Feuermagie mitnehmen. Wisst ihr schon, dass ich diese Schneekristalle hasse? Komponente A. Definitiv, Arena des Olymps ist weit vorne. Neue Mission könnte danach kommen. Agrabah kommt, glaube ich. Ja, Agrabah kommt zum Schluss. Was mache ich da? Ich will hier hin. Okay. Also die Reihenfolge lautet Arena des Olymps, die neue Welt, ich wollte gerade den Namen der Welt sagen, was ich aber absichtlich mal nicht tue, und dann Halloween Town und dann Aquaba. Gut, dann fangen wir damit an. Sollten wir dazu irgendwas mitnehmen? Nö. Oh cool, wir können mit Demix Herzen sammeln. Geil, mal wieder Demix im Team. So, und warum falsche Knöpfe? Das will ich immer noch nicht verstehen. Wahrscheinlich hat es vielleicht sogar was damit zu tun, dass man in eine neue Welt gehen muss, wie Sykes sagte, aber nö. Wir fügen uns nicht dem Schicksal des Spiels. Am Ende leider doch. Und wir sind heute auf Herzsammlung, oder? Oh, ich bin nicht fürs Kämpfen gemacht. Die könnten mir ruhig mal eine Aufklärungsmission oder was Gewaltloses geben. In der Arena findet man sicher ganzen Rudel herzlos auf einmal. Folge mir, Demix. Muss das sein? Ja, muss es. Okay. Bringen wir schnell hinter uns. Wir werden die Herzlosen hier drin finden. Okay, los geht's. Oh, sollen wir da einfach reinspazieren? Wird das nicht jemand sehen? Keine Sorge. Wir sagen einfach, du wärst ein neuer Heldenschüler auf dem Weg zum Training. Haha, da muss er ja auch die ganze Zeit vorbeikommen und trainieren.
Vertrau mir, das wird schon werden. Warte, Training? Das hört sich nach Arbeit an und das bedeutet Schweiß und der ist eklig. Entweder das oder draußen bleiben. Ehrlich gesagt, bleibe ich lieber draußen. Ja. Was? Wir trennen uns und bilden zwei Angriffsformationen. Ich kümmere mich um die Herzlosen hier draußen und du nimmst dir die drin vor. Dabei sind draußen nicht so viele und außerdem willst du dich nur drücken. Ich wette, du kannst ja keine Herzen sammeln, du kannst mir aber trotzdem gerne helfen. Mann, das ist so vom Herzensammeln her sinnvoller. So können wir ein größeres Gebiet abdecken und noch mehr Herzen sammeln, oder? Denkfehler des Spiels. Demis kann doch keine Herzen sammeln. Meine Güte. Na, vielleicht. Und das fällt ihm gerade nicht ein. Und während du Herzen sammelst, kann ich vielleicht ein Nickerchen machen. Das habe ich jetzt nicht gehört. Was ist? Nichts. Alles Gute, Roxas. Ja, ja, vielen Dank. Ich habe mich so gefreut, mit dir mal wieder eine Mission zu haben, aber nö. Solange ich hier bin, kämpfst du noch gegen die, ne? Und da ich diese Kanonen hasse, helfe ich dir mal. Und ich wurde bis jetzt noch nicht von irgendwas getroffen. Das ist... Da ist noch eine Kanone. Wollte mich verarschen. Okay. Ich glaube, das war... Ich habe das schon vorher Luftgrätsch gemacht und habe... What? Auf mich einzufrieren. Oder habe ich diese in Luft, dieses Dings machen nicht mehr? Du bist Eis. Da hilft das sicherlich Feuer. Aber sowas von hilft da Feuer. Also ehrlich. Oh, noch einer. Feuer stirbt jetzt. Oder noch nicht. Dann stirb jetzt. Oder du stirbst an den Verbrennungen. Puh, das war knapp. Gut, nochmal Aero, was komischerweise doch noch getroffen hat. Und dann stirbst du jetzt. Vielen Dank. So, jetzt kann ich endlich in Ruhe was aufsammeln. Dem ist es geholfen, leider hilft er uns nicht mehr. Und warum er mir dann noch hinterherläuft, ist mir ein Rätsel. So, zwei Truhen von drei. Drittes ist hier drin. Oder im Kampf gelegt. Und Demix bleibt raus. Oder kommt er noch nach? Er ist nicht hier. Was mehr kannst du nicht? Du und du nennst dich ein Helden. Das kommt von der Arena. Tja. Etwas mehr Leidenschaft. Konzentrier dich. Okay, nächste Übung. Bleib in Bewegung. Keine Pausen. Das kannst du besser. Und seine Stimme wird gerade so fail, weil ich seine Stimme nicht machen kann, weil mein Hals weh tut. Puh, was für ein Sklavenarbeiter. Demix? Wolltest du nicht draußen bleiben? Jetzt musst du auch mitarbeiten. Ich weiß, Schweiß und so, ne? Ich würde nach 10 Minuten heulen wegrennen. Das ist nicht dein Ernst. Bist du schon mit allen Herzlosen draußen fertig? Du hast sie miterledigt. Womit? Ja, die haben sich mit dem Falschen angelegt. Mit den Falschen. Ich bin früher fertig geworden, also wollte ich mal vorbeischauen und sehen, was du so treibst. Ich bin immer noch nicht fertig. Nein? Nun, kein Thema. Ich suche mir eine ruhige Ecke und entspanne ein bisschen. Und ich muss mal kurz passieren. So, mal was gegessen und falls ihr irgendwie Schreie im Hintergrund hören solltet. Wundert euch nicht, mein Bruder bekommt Anschiss. Warum? Er hat dreimal die Hausaufgaben vergessen in einem Fach, in dem er sich das nicht leisten kann. Und
Er steht kurz davor, keinen Realschulabschluss zu bekommen. Hauptschulabschluss muss er nicht machen, aber dazu ist er viel zu gut, aber für den anderen ist er schlecht. Und wenn er keinen Abschluss bekommt, dann hat er verkackt. Ja. Gut, DMX geht faulenzen, so wie mein Bruder sonst immer tut. Der wird viel härter trainiert als ich? Natürlich, das ist... Tja, ihr wisst es doch. Warum wird er so angetrieben, wenn er so gute Arbeit macht? Ist er so viel stärker als ich? Du, er ist auf dem ersten Platz. Gut. Okay, Herc. Das war's für heute. Ruhe dich für den nächsten Kampf aus. Wir müssen die Herzlose besiegen. Oh, Phil. Hey, da ist ja mein Anfänger. Bereit fürs Training, Kleiner? Sag mir, wenn's losgehen kann. Ich will erst die Kiste. Okay. Wie gesagt, ich will erst die Kiste. Da ist die Kiste. Wäre jetzt in dieser Ecke nicht die Kiste gewesen, dann hätte ich den Tag beendet und das Spiel auch. Alles klar, dann fangen wir mal an. Bist du bereit fürs Training, Kleiner? Ja. Wehe wieder Kisten. Ich hasse Kisten. Aber sowas von. Ich meine, es ist trotzdem die einfachste Art jetzt hier. Das war total falsch. Es ist trotzdem die einfachste Art hier irgendwie was an Herzlosen zu besiegen. Aber ich hasse Kisten. Ich meine, ich hasse sie. Die können nicht mal richtig zielen. Endlich. Stirb. Warum treffe ich eigentlich nur eine damit? Explosive. Und die Kette ist weg, wie immer. Warum hält die Kette nicht so lange, ey? Das regt auf. Ich besiege die irgendwie lieber so, aber mit den Kisten ist das viel schneller und auch wichtiger und... Explosive! Explosive! Du wirst mir. Geh aber auch bitte zu einem Herzlosen. Verdammte Scheiße. Okay. Da war auch kein Herzlos. Da war doch einer. Warum hast du eine dumme Kiste anvisiert? Oh Gott, ey. Du hast den Herzlosen verpasst. Vielen Dank. Du, ich habe nicht mal das erste Ziel erreicht. 37 Punkte. Ich hoffe, du lernst schnell dazu. Versuch das nächste Mal mindestens 100 Punkte zu erreichen. Warum soll ich jetzt diese Stimme, weil ich gefailt habe und das ein Fail ist? Wie ich es mit Kisten hasse. Ich glaube, ich muss das noch zweimal machen. Damit wir, ihr wisst schon, den Balken voll haben. Und damit gibt es mehr Bonus. Für die Zukunft. Bedeutet, warum Kiste fliegst du nicht zum Herzlosen, sondern einfach dran vorbei? Obwohl die Kisten eigentlich direkt zu Herzlosen fliegen sollten oder irgendetwas anvisieren und dahin fliegen. Aber nö, die können gar nichts anvisieren. Meine Güte. Ja, ich rede mit Kisten. Das seht ihr's. Hallo. Kisten. Hör auf zu heilen. Alter Schwede, ey. Die Kisten, die sind scheiße. Da schon wieder. Hallo. Kiste. Auf mich zu nerven. Sag mir bloß, das hat jetzt einen Herzlosen getroffen. Sag bloß. Das wollte ich nicht. Alter, ich hasse solche Missionen. Das trifft dann auf einmal in dieser dummen Ecke da. Nee. Oh, das war... Na toll, die Kette kann ich vergessen. Und die Zeit auch gleich. Das war falscher Winkel, der visiert nichts an. Oder zwei. Das trifft. Wow. Aber die Herzen bekomme ich nicht mehr.
Ach, Mensch. Schon wieder 39 Punkte. Oder hatte ich eben 60-30. 60-30 wäre ein bisschen viel. Doch, ich will's... Nochmal versuchen. Jetzt habe ich leider nicht vollständig Herz gesagt. Na toll. Gute Arbeit, das reicht für heute. Ich beende den Tag, ohne es nochmal machen zu können. Ich muss schon sagen, Kleiner, ich bin beeindruckt von 39 Punkten. Ich glaube, du bist soweit. Du kannst jetzt jederzeit an den Spielen teilnehmen. Mit 39 Punkten. Ich meine, mit 150 letztes Mal hattest du keine Chance, aber 39. Wirklich? Nein. Wirklich? Yep. Erstmal beim Pokal für Anfänger. Auch wenn du kleinen vorderen Platz belegst. Auch wenn du keinen nicht kleinen vorderen Platz belegst, wirst du eine anständige Show ablegen. Oh Gott. Schluck auf. Doch nö. In der Zwischenzeit trainieren wir ordentlich weiter. Damit du in Form bleibst. Wo wir gerade davon sprechen. Wer war das, den du vor mir trainiert hast? Ach, Herk! Ein weiterer Schüler von mir ist schon eine Weile dabei. Warum lässt du ihn so viel härter trainieren als mich? Er ist kein Anfänger. Ist er so stark? Aber sicher, er ist ein Held, Kleiner. Du würdest ein solches Training nicht durchhalten. Demix würde nach 10 Minuten heulend wegrennen. Und das ist nicht der Einzige, das Einzige. Was? Er ist etwas ganz Besonderes. Er ist vielleicht der Beste, den ich je trainiert habe. Ich setze große Hoffnung in ihn. Er wird mein Goldkind. Und wir haben nur blonde Haare, sozusagen goldene Haare. Und wir sind das schwarze Kind, oder wie? Okay. Willst du mich jetzt verarschen? Hat sich das Spiel jetzt aufgehängt? Willst du mich verarschen? Och Mensch. Nicht euer Ernst. Oh Gott, Leute, wir sehen uns an dieser Stelle wieder. Nur ein kleiner Beweis, dass ihr auch mehr als nur 39 Punkte macht. Aber jetzt werde ich hoffentlich mal kurz auf nochmal versuchen. Und dann weitermachen, denn wenn nicht, brauche ich nicht nochmal pausieren. Ja, wir wollen nochmal. Also, wir sehen uns gleich. Haha, 158 Punkte. Nur leider habe ich die Mission immer noch nicht vollständig gemacht. Also hoffe ich, dass ich dieses Mal auch auf Ja drücke. Bis gleich, aber dann wirklich. Ja, diesmal zwar nur 106 Punkte, aber ich hatte auch keinen Bock mehr weiterzumachen, wenn die Kissen die ganze Zeit auf Kissen oder in die Luft fliegen. Also nicht in die Luft fliegen im Sinne von sind sie bumm, sondern im Sinne von da ist nichts und bumm. Ja, gut. Nein, kein Bock mehr. Und wie, ich klicke jetzt auf Ja, also... Moment, auf was habe ich jetzt geklickt? Ich habe die ganze Zeit nur B gedrückt. Anscheinend ist das gleich schon Nein. Gute Arbeit, das reicht für heute. Ich muss schon sagen, Kleiner, ich bin beeindruckt, genau. Spielen teilnehmen, bla bla, kennen wir schon. Kekse. Tja, Pokal für Anfänger. Also auch das kriegt kein Herkules ihm locker. So. Das kennen wir auch schon, aber jetzt. Wo wir gerade davon sprechen, nee, das kennen wir auch schon. Herkules, Goldkind, ist er so stark? Nein, er ist stärker als du, aber du kannst ihn besiegen. Es gibt Sinn! Ja, das ist nicht das Einzige. Was? Ja, gut, komm. Ja, Goldkind, so, ab hier. Punkt, Punkt, Punkt. Genug zu Herk. Unten waren wieder diese Bilder, die du in deinem Kopf gesehen hast, die ich zufällig mitbekommen habe, aber kümmere dich darum, für das Training in Form zu sein. Ich habe zwei Hinweise für dich. Essen, schlafen und drittens trainieren. Ich kann nur bis 2 zählen, deswegen ist alles, was über 2 ist, eine 2. Vergiss nicht, ich setze große Erwartungen, nicht kleiner. Mir fällt seine Stimme heute nur, oder? Kann das sein? Arbeiten die Leute härter, wenn sie Erwartungen haben?
Die Organisation erwartet von mir die ganze Zeit, dass ich harte Missionen erfülle. Sind Erwartungen nicht das gleiche wie Befehle? Nein! Meine Maus blinkt. Seht ihr aber nicht, aber egal. Meine Maus blinkt. Tut mir leid, Kleiner, aber ich muss leider weiter. Man hätte also nicht nochmal reingehen können. Da sage ich nur, Gott sei Dank ist die Raum abgestürzt, wie schon und einmal, wo ich dann die Mission vollständig beenden kann. Mein Gott, wo passiert das immer nur, wenn ich hier nicht so wirklich vollständig was mache? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Nymphen jagen, du weißt ja, wie das ist. Das kann man falsch verstehen. Denn er weiß es nicht. Er weiß nicht mal, was Nymphen sind. Ich schätze, das wär's dann. Ich gehe zum zurück zum Schloss und ich kehre. La 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 la. Und ich vermisse Luftgrätchen hoch 100. Also nicht wirklich 100, aber öfter. Und dann gehen wir zu Demix. Wir kommen genau aus diesem Winkel und... Hey Roxas, fertig? Was? Ja. What's the matter? Was ist, Mann? Du siehst so seltsam aus. Was unternimmst du normalerweise für Missionen? Ich? Hauptsächlich Aufklärungsmissionen. Keine Herzlosenjagd? Doch, heute. Nein, sowas Anstrengendes mache ich nur selten. So wie heute. Aber wird das nicht von dir erwartet? Und by the way, warum füge ich jetzt eigentlich heute so viele Sachen hinzu, die da nicht draufstehen? Ha, sie kennen sich aus. Sie wollen, dass der Laden läuft und setzen darum das richtige Werkzeug ein. Und das bin ich? Das richtige Werkzeug? Also so sollte man das nicht nennen. Ist da drin irgendetwas passiert, Mann? Nö, nichts, nur eine dumme Hirschkuh. Ist das überhaupt ein Hirschkuh? Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Egal. Nein, ich habe nur... nichts. Unsere Mission ist abgeschlossen. Kehren wir zum Schloss zurück. Der Sonnenuntergang. War nicht allzu verpixelt. Eben. Meint, das ist überhaupt nicht so verpixelt wie sonst, oder bilde ich mir das gerade mal ein? Hey, keine Schirn. Nö, die ist zu Hause geblieben. Erzähl schon. Ist gestern etwas passiert? Nee, nichts. Nee. Punkt, Punkt, Punkt. Aber gestern. Moment, nein. Ja. Mädchen sind ganz schön kompliziert, was? Woher wusstest du, dass ich das gerade das Gleiche gedacht habe? Zufall? Gedankenleser? Erkennt dich. Diese drei Möglichkeiten. Weil du nicht so kompliziert bist. Aber nimm das nicht persönlich. Das sind die meisten jemanden. Meinst du, echte Leute sind komplizierter als wir? Aber klar, besonders echte Mädchen. Das ist eine Doppeldosis Kompliziertheit. Also ich würde nicht sagen Doppeldosis, ich würde sagen, es gibt zwar einen Multiplikator, der ist aber vervielfältigt und nicht nur verdoppelt. Einfache Dosis. Ich komme nicht mehr mit. Hey, das würde ich auch sagen. Man darf bei Mädchen jedenfalls auf keinen Fall die falschen Knöpfe drücken. Und daher heißt der Tag falsche Knöpfe. Also, man kann auf Mädchen sowieso keine Knöpfe drücken. Hast du das gespeichert? Nö. Warum hast du? Alter, ich muss gleich 4 oder 5 Stellen schon schneiden. Egal. Ja. Ich wünschte, das hättest du mir früher gesagt. Gib mir einfach etwas Zeit. Oh ja, Zeit geben ist immer gut. Ich hätte gerne mehr davon. Wieso? Wenn du jetzt versuchst, alles zu reparieren, drückst du nur noch mehr falsche Knöpfe. Ich kann das mit Maschinen vergleichen.
Okay, alles klar. Und da lacht er. Du bist in Ordnung, Kleiner. Nenne mich nicht Kleiner. Hör auf zu lachen. Ach, wieso? Dann nickt er nur. Du wirst die Sache mit ihr schon wieder hinbekommen. Hoffentlich. Damit endet der Tag. Ja, einmal Blitz, weil Blitz einmal ist. Was laber ich da wieder? Tag 153, getrennte Tage. Schluck auf, hör auf, wiederzukommen. So, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich will nicht überziehen. Bis zum nächsten Mal.